Ich habe mir Anfang des Jahres einen PC zusammengestellt und der konnte erstmal nicht geliefert werden. Ich habe ganze 3 Monate gewartet, bis er dann endlich gekommen ist. Ach so, ja, bei der PlayStation haben wir es gemerkt. Da kriegst du eigentlich fast gar nicht. Man bekommt es halt nur übers Internet über viel zu teuerte Preise. Sag ich jetzt mal, was 500 Euro kostet, ab 1000 Euro aufwärts, kriegt man die PlayStation nur. Sie stecken in elektronischen Unterhaltungsgeräten und Alltagshelfern zu Hause. Gleichzeitig sind sie Treiber der Weltwirtschaft. Mikrochips. Fehlen sie, stehen die Bänder der Autohersteller still und die Regale im Elektroladen sind leer. Nur, warum gibt es zu wenig Mikrochips? Wieso sind sie so unentbehrlich und wie kann man den Mangel beheben? Wir haben Fragen rund um die Chipknappheit geklärt. Die Suche nach Antworten führt uns nach Dresden, zur modernsten und größten Chipfabrik Europas. Global Foundries produziert rund um die Uhr Millionen Chips auf sogenannten Wafern. Warum gibt es dann trotzdem zu wenig Mikrochips? Das wollen wir von Guido Überreiter wissen. Die extreme Nachfrage, die sich gerade in dem letzten Jahr ergeben hat, durch Corona, aber auch durch die Entwicklung in der Automobilindustrie und in der Kommunikationsindustrie, sorgt halt dafür, dass es im Moment nicht genug Kapazität gibt, um alle diese Mikrochips wirklich herzustellen. Corona löst einen Nachfrageboom für alle möglichen elektronischen Geräte aus. Für Homeoffice und Homeschooling kaufen wir massenweise Computer und Drucker. Statt in den Urlaub zu fahren, hocken wir zu Hause. Spielekonsolen müssen her, damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und auch die Autoindustrie braucht jede Menge Chips für den Ausbau der Elektromobilität, Assistenzsysteme oder elektrische Fensterheber. Doch durch die Pandemie befürchteten Volkswagen und Co., dass sie weniger Autos verkaufen und treten bei der Chipbestellung auf die Bremse. In 2020 hat die Autoindustrie aufgrund der Unsicherheiten von der Pandemie einfach Bestellungen zurückgenommen und hat gesagt, wir brauchen erstmal nichts. In dem halben Jahr sozusagen, in dem die Automobilindustrie unsicher war, wie die Nachfrage dann wirklich aussieht in den nächsten Monaten und Jahren bei denen, sind natürlich die Kommunikationshersteller kräftig nachgefragt gewesen. Jeder brauchte ein zusätzliches Telefon, ein zusätzliches Smartphone, Spielkonsolen und genau diese Nachfrage hat dann unsere Fabriken gefüllt. Im zweiten Halbjahr 2020 ist die Autoflaute vorbei. Die Nachfrage steigt wieder und somit der Bedarf an Mikroprozessoren. Doch die Chipfabriken sind mit der Produktion für die Unterhaltungselektronik komplett ausgelastet. Die Autohersteller müssen sich hinten anstellen und so lange stehen auch die Bänder in den Werkshallen still. Aber warum sind Laptops, Smartphones und Spielekonsolen knapp, wenn doch dafür so viel mehr Chips produziert werden? Tatsächlich ist die Nachfrage viel größer, als die Fabriken herstellen können. Die Nachfrage, die heute existiert, haben wir eigentlich erst in einigen Jahren erwartet. Und so schnell können wir nicht neue Fabriken bauen oder neue Maschinen in die Fabriken einführen, weil einfach der Zeitpunkt, von dem wir bestellen eine Maschine, bis wir einen funktionalen Wafer aus dieser Maschine rauskriegen, da reden wir über Quartale bis Jahre. Allein die Herstellung eines Mikrochips dauert 3 bis 6 Monate, bei neuen Modellen sogar noch länger als ein Jahr. Dabei gibt's nichts Kleineres als so einen Mikrochip. Ein menschliches Haar ist 1000-mal dicker als die Strukturen, die sich zu Millionen, ja sogar Milliarden auf einem einzigen Chip befinden. Wie kann man so etwas Winziges herstellen? Ich nehme immer das Beispiel einer Buttercremetorte, wo man sagt, man muss immer wieder verschiedene Schichten auftragen, dann macht man damit was. Der Boden der Buttercremetorte ist ein sogenannter Wafer, eine runde Siliziumscheibe. Silizium ist ein Halbleiterelement und der wichtigste Grundbaustein für Mikrochips. Deshalb heißt die Herstellung auch Halbleitertechnik. Ein spezieller Laser brennt auf den Wafer ein feines Muster. Dann werden Schicht für Schicht verschiedene chemische Elemente immer wieder hauchdünn aufgetragen, weggeätzt und poliert. So entstehen mikroskopisch kleine Strukturen, die Transistoren. Wie bei einer Torte stapeln sich viele solcher Ebenen übereinander und bilden eine dreidimensionale Chipstruktur. Am Ende enthält der Wafer bis zu viele tausend identische Mikrochips. Die werden herausgeschnitten, getestet und in ein Gehäuse verpackt. Je kleiner diese Nanometeranzahl, umso mehr Transistoren kann man auf so ein oder mehr Geräte kann man auf so ein Mikrochip implementieren. Umso teurer ist dieser Mikrochip am Ende auch und umso länger dauert eigentlich auch die Herstellung. Nicht nur die Herstellung ist teuer, auch der Bau einer solchen Halbleiterfabrik.
Rund 15 Milliarden Dollar kostet eine sogenannte Fab. Dazu kommen jährlich rund 1 Milliarde Betriebskosten. Das können sich nicht viele Unternehmen leisten. In Taiwan und Südkorea stehen die modernsten Fabs. Aber auch Japan, China, die USA und Europa beheimaten wichtige Halbleiterfabriken. Nur, warum sind die so teuer? Wir müssen halt in der Halbleiterherstellung hingucken, dass es keinerlei Staubpartikel oder sonstige Partikel in der Herstellung gibt, die dann auf so einem kleinen Transistor landen und den praktisch kaputt machen. Also eine Umgebung herzustellen, in dem man solche Halbleiter eben herstellen kann, wo man dann alle Staubpartikel aus der Luft rausfiltern muss und braucht sehr viel Wasser, das entsprechend rein sein muss. Und nicht zuletzt die Maschinen, die wir hier einsetzen, sind halt extrem teuer, extrem anspruchsvolle Maschinen, weil man an sich an die Grenzen der Physik geht, wenn man solche Halbleiter herstellt. Eine aufwendige Herstellung in Kombination mit einer explodierenden Nachfrage. Das führt schon mal zu einem Mangel. Dann havariert im März auch noch ein Frachter im Suezkanal. Andere Schiffe mit wichtigen Rohstoffen für die Halbleiterindustrie sitzen fest, können nicht liefern. Dazu kommen Naturkatastrophen. Eine Dürre in Taiwan setzt dem größten Chiphersteller TSMC dermaßen zu, dass er die Produktion verringern muss. In Texas legt Anfang des Jahres ein Kälteeinbruch Chipfabriken lahm. Auch die des deutschen Unternehmens Infineon, weltweit größter Halbleiterhersteller für die Automobilindustrie. Erst Monate später wird wieder die gewohnte Chipmenge hergestellt, erklärt der Unternehmenssprecher. Also wenn man tatsächlich bis auf die letzte Maschine alles im Einsatz hat, dann tut einem so ein Ausfall weh. Wir haben Zeit gebraucht, um von dem Komplettstopp wieder die Fertigung hochzufahren. Und wir mussten nachprüfen, ist das, was wir in den Maschinen haben, was wir in den Fertigungsabläufen hatten, überhaupt noch einsatzfähig. Das hat uns im Umsatz einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus dieser Fabrik gekostet. Grund für die aktuelle Chipkrise ist also vor allem die Corona-Pandemie. Die ließ die Nachfrage an Elektronikartikeln durch Arbeiten und Spielen zu Hause explodieren und verunsicherte die Autoindustrie. Dazu kamen Unfälle und Naturkatastrophen, die Produktionsabläufe behinderten. Die Lösung für den Chipmangel heißt bauen. Weltweit werden in der Halbleiterindustrie Kapazitäten aus- und neue Fabriken aufgebaut. Doch das, so haben wir gerade gelernt, dauert viele Monate bis Jahre. Also müssen wir uns noch weiter gedulden, bis sich die Regale von PlayStation und Co. wieder füllen. Aber in Geduld sind wir ja inzwischen geübt.